Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier aus unserem High Security Park. Eine Sache hat sich tatsächlich geändert seit der letzten Folge. Das konntet ihr in einem von meinen Jurassic World News Videos sehen. Nämlich haben wir unsere vier Velociraptoren ausgetauscht gegen die mit den richtigen Skins. Weil die sind ja mittlerweile als kleines Mini-DLC erschienen. Und jetzt haben wir wirklich Blue, Echo, Delta und Charlie mit den Original-Skins aus dem Film in unserem Park. Hier seht ihr schon Blue. Ist leider gerade sehr schattig. Ich würde euch das gerne mal in der Sonne zeigen. Aber ihr kennt den Skin ja sicherlich schon, ne? Ist mega cool, dass wir jetzt den Original Blue Skin hier haben. Ich meine, schaut euch den mal an. Ist das nicht awesome? Mit dem schönen blauen Streifen. Die anderen können wir auch einmal durchgehen, wenn ihr wollt. So, welcher ist das? Schreibt es mal in die Kommentare. Das ist Charlie. Ging jetzt wahrscheinlich viel zu schnell. Okay, hier sind wir wieder bei Blue. Dann haben wir hier Echo. Mit dem Original-Skin. Ist leider auch gerade im Schatten. Und hier haben wir Delta. Das ist halt so das, was sich geändert hat. Ich habe halt unsere... Wir hatten ja vorher auch schon vier Raptoren, die halt Blue, Echo, Delta, Charlie hießen. Aber nicht mit den Original-Skins. Und die habe ich halt ausgetauscht. Und beim letzten Mal haben wir natürlich hier unsere gefährlichste Killermaschine in dem Park begrüßt oder begrüßen dürfen. Nämlich den Indominus Rex. In diesem richtig coolen, strahlenden Weiß. Mit der Tarnungsmodifikation natürlich. Ich weiß gar nicht, wie wir den nennen sollen. Ich habe gar nicht in die Kommentare geschaut, wenn ich ehrlich bin. Uff, muss ich noch machen. Ganz dringend, weil ihr habt bestimmt coole Namensvorschläge gemacht. Normalerweise müsste ich den ja jetzt Test-Hybrid oder sowas nennen, ne? Ich weiß gar nicht, wie heißen denn unsere anderen? Aber der hat auch noch keinen Namen. Das ist hier mit den Spinoraptoren. Testkreuzung heißen die. Ja gut, egal. Wir lassen es erstmal. Ich schaue am besten nochmal in die Kommentare und dann gucken wir mal. Und da ist er erwacht. Also das ist wirklich ein Monstrum. Und wir werden jetzt erstmal auch dieses Gehege gestalten, weil das habe ich jetzt ja erstmal nur vorläufig gemacht. Und genau an das würde ich sagen, machen wir uns jetzt erstmal ran hier. Das heißt, wir entfernen mal eben das hier. Und das hier, man kann leider nicht pausieren. Das heißt, der Indominus Rex wird uns wahrscheinlich relativ viel im Weg rumstehen. Ich überlege gerade mal, ob ich mal hier so eine Besonderheit einbaue. Nämlich einfach mal so ein bisschen Weg hier vormache. Also Beton in einem Dinosauriergehege. Ja, mal was Neues, ne? Habe ich so noch nie gemacht. Aber warum nicht? Ich weiß jetzt nicht, was dagegen sprechen sollte. Könnt ihr einfach mal hier vor so ein Stück Beton machen. Ich weiß nicht, ob das groß Sinn macht oder so. Aber ist zum Beispiel so ein Futternapf oder so. Futternapf. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So ein Futterspender meine ich natürlich. Ja, den muss man leider mit relativ viel Abstand bauen. Ansonsten hätte man den hier so auf dem Asphalt machen können. Das wär... Oh mein Gott. Guck mal, wie gruselig der auf die Gäste schaut. Boah, da hätte ich aber Angst, ey. Wenn so ein Indominus Rex vor der Scheibe steht. Da wäre ich aber direkt weg gewesen. Egal, wir machen einfach mal so ein Stückchen dahin. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Weiß nicht, ob es Sinn macht oder nicht. Aber Hauptsache, wir haben hier so ein bisschen Variation. Wir könnten auch nochmal hier so ein Stück abgehen. Theoretisch. Das Ganze nochmal ein bisschen spannender wird von der Form. Ja, machen wir mal so. Sieht eigentlich ganz cool aus. Und jetzt gestalten wir das Ganze. Ich will auf jeden Fall ein wenig Wald hier reinbringen. Was heißt ein wenig? Sogar ein bisschen mehr, damit man halt auch die Modifikation von ihm zu Gesicht bekommt. Aber halt eigentlich so, dass es nicht so sehr die Sicht von den Türmen blockiert. Also die Sicht hier ist ja noch gut. Ich meine, das ist eigentlich auch okay, weil dann kann man von diesem Turm hier sozusagen den Indominus Rex in seinem Wald in der Tarnungsform sozusagen beobachten. Ich hoffe mal, er läuft da jetzt rein. Ich würde das gerne sehen. Das ist ja mega cool, dass das geht, ne? Komm schon, trau dich in den Wald. Wir wollen was sehen. Also der High Security Park sollte eigentlich heute fertig werden. Wir haben nach dem Gestalten von dem Gehege aber noch einige Dinge tatsächlich zu tun. Ich weiß gar nicht, ob wir das alles schaffen, diese Folge. Ach, das kriegen wir schon hin, denke ich. Aber nicht, wenn wir jetzt hier so lange rumalbern. Okay, machen wir weiter. Ich weiß halt nicht, ob das so smart ist. Sieht halt auch nicht gut aus hier. Okay, Leute, ich entscheide mich doch dagegen. Könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr das cool findet oder nicht. Ich glaube, es sah halt jetzt nicht so sinnvoll aus und hat jetzt nicht wirklich Nutzen. Wir machen auf jeden Fall hier einen Ziegenfutterspender rein. Und eigentlich könnten hier auch mal eine Erhöhung einbauen. Ich würde gerne in dem Gehege von dem Indominus Rex halt irgendwas Besonderes machen. Aber das macht nicht wirklich Sinn, ne? Nee. Ach Leute, wir ziehen das jetzt durch. Wir bleiben jetzt in unserem Industriestyle, in unserem... Wie nennt sich das denn? Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. In unseren
Porsche-Style hier. Also alles sehr schlicht und könnten hier eigentlich auch nochmal so ein Gehege einbauen in die Ecke. Ich glaube, das mache ich. Okay, das könnten wir wirklich machen. Das ist, glaube ich, eine coole Idee. Das ist jetzt gerade viel hin und her, aber gehört halt auch dazu. So, wie wäre es denn, wenn wir hier einfach mal bis hier so einen Bereich einbauen? Natürlich setzen wir das Ganze definitiv unter Strom. Und dort setzen wir dann einen Zaun ein. Ich freue mich schon so sehr auf das Update. Kann es echt kaum erwarten. Ich hoffe, ihr auch. Wird mega nice. Also da freue ich mich richtig, richtig drauf. Hier machen wir dann den Futterspender rein. Sagen. So, dass man ihn da auch reinlocken kann und dann mal einsperren kann. Auch wenn der Zaun den wahrscheinlich nicht großartig aufhält. Okay, der ist nicht ganz gerade. Den müssen wir nochmal neu setzen. Ihr wisst ja, wie pingelig ich immer bin. Wobei ich das mittlerweile schon besser geworden ist. Macht halt auch keinen Sinn, bei manchen Dingen so perfektionistisch zu sein. Man muss halt immer dran denken, es ist nur ein Spiel. Und im Endeffekt zählt der Spaß. Aber genau das ist halt, macht für mich so den Spaß aus. So ein bisschen kleinlich zu sein und pingelig zu sein. Aber das kann natürlich auch dann sehr zum Zeitfresser werden. Ich glaube, wenn ich nie so pingelig wäre, hätten wir dieses Projekt viel, viel schneller abgeschlossen. Aber bis jetzt hat sich keiner von euch beschwert, dass es euch zu lange dauert. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass ihr es nicht so schlimm findet. Ja, ich muss jetzt einen guten Kompromiss hier finden zwischen genug Wald und nicht zu viel Wald. Weil ich will halt auch, dass man mal die Färbung von dem Indominus sieht. Sieht man sie jetzt gleich? Ne, leider nicht durch den Wald gelaufen. Sehr, sehr schade. Mir gerne angucken. Hier vorne könnten wir dann Wasser zum Beispiel hinmachen. Dann machen wir einfach jetzt hier so einen kleinen Wasserbereich hin. Das passt soweit. Und dann machen wir noch einen Ziegenfutterspender. Und dann haben wir eigentlich schon fast alle Sachen gemacht, die wir hier in dem Gehege brauchen. Wir können das sogar noch hier vorplatzieren. Wie cool ist das denn? Machen wir das doch. Einfach direkt davor. Das ist ganz cool. Kommen hier mal schön die Ziegen rausgefahren und die Forscher können das Ganze dann von dieser Sicht hier beobachten, wie sich dann der Indominus ansneakt an die Ziege. Richtig cool. Okay, dann frisst er da. Dann hat er hier noch das. Dann machen wir noch einige Bodenänderungen hier. Da gehen hier noch so ein paar Wege eingezeichnet. Wobei das hier auch immer alles nur so eine minimale Sache ist. Kann man nicht anders sagen. Aber wir machen ja auch noch den Boden so ein bisschen. Ja, nicht mit Sand. Nicht mit Sand. Wir machen das so mit Dirt und also Schlamm und Klippen so ein bisschen. Das hier sozusagen. Oh, jetzt snackte sich die. Die Animation finde ich auch so cool, ne? Zack. Und in den Mund. Also das ist auf jeden Fall mit Abstand die coolste Ziegenkill-Animation. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, und an sich ist jetzt das Indominus Rex-Gehege auch fertig. Wir haben alle Dinosaurier hier erfolgreich untergebracht. Ich bin wirklich stolz auf uns. Also wir haben wirklich alle untergebracht. Den Triceratops, dann den Stegosaurus, dann den Stegoceratops, den Ankylosaurus, den Diplodocus, den Ankylodocus. Und dann kommen wir in den Fleischfresserbereich. Dort haben wir natürlich unsere vier Raptoren, Blue, Echo, Delta und Charlie. Daraufhin haben wir den Spinosaurus und daraus entsteht natürlich der Spinoraptor. Und, das sind nur drei Spinoraptoren, nicht und. Dann haben wir hier noch den Tyrannosaurus Rex. Und aus dem Tyrannosaurus und dem Velociraptor und noch einigen anderen, ich weiß, aber hauptsächlich aus den beiden, entsteht dann der Indominus Rex. Und aus dem Indominus Rex und dem Velociraptor entsteht dann der Indoraptor. Also wir haben wirklich alle untergebracht. Und ich meine, schaut euch mal diesen Komplex von hier oben an. Das sieht schon gut aus, ne? Sehr industriell, sag ich mal. Das ist schon cool geworden. Bis auf den Eingangsbereich, den müssen wir aber auch heute noch überarbeiten. Aber, Leute, wir machen uns jetzt erstmal hier vorne an diese Ecke. Hier möchte ich den Zaun nämlich auch nochmal eben einmal verbinden. Am besten mit so einer schrägen. Ja, das geht natürlich nicht. Das ist leider zu nah dran. Wir dann mal eben schauen, dass wir das vernünftig geregelt kriegen. Dass es auch gut aussieht und nicht zu nah dran, nicht zu weit weg ist. Weil bei diesem Gebäude war es ja schon immer schwierig, das Ganze nah ran zu platzieren. Aber das ist auch nicht weiter schlimm. Das ist cool. Gucken, ob wir hier im gleichen Winkel abgehen können. Nee, das würde leider nicht gehen. Dann machen wir das doch so. Aber warum nicht?
Machen wir so und... Da hätte ich jetzt gerne den rechten Winkel, aber den muss man jetzt erstmal hinkriegen. Das Problem, wir machen einfach erstmal länger. Dann kann man das nämlich besser einschätzen. So, perfekt. Und dann entfernen wir dieses Stück. Dann haben wir da auch den Zaun noch ganz gut geschlossen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es cool aussehen könnte, wenn wir nochmal so ein Stück weitergehen. Jetzt erstmal da jetzt noch was hinkriegen. Ah, das klappt sogar. Sehr schön. Sieht das Ganze nämlich nicht ganz so langweilig aus. Könnten wir das Ganze auch wiederholen. Muss auch nicht immer Sinn ergeben mit den Zäunen tatsächlich. Hauptsache, es sieht später kompliziert und nach Industrie, also High Security aus. Und ich finde, sowas macht schon einiges her. Also das sieht da schon sicherer aus. Finde ich nicht schlecht. Hier vorne könnten wir das Ganze auch eigentlich noch zumachen. Wir müssen jetzt hier eigentlich nicht unnötige Stellen offen lassen. Können wir auch nochmal das hier kurz entfernen. Und dann... Ach shit, hier vorne passt das gar nicht. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, weil ich das eigentlich ganz cool finde hier. Aber man kann ja auch so machen. So. Dann so. Dann passt das ja. Perfekt, dann haben wir das nämlich auch geregelt. Wir müssen hier nochmal eben die Wege machen. Natürlich in der richtigen Farbe. Und ihr seht jetzt schon, das sind jetzt hier wirklich die letzten Feinheiten, die noch gemacht werden müssen. Also es ist nicht mehr viel. Dann werden wir fertig mit unserem High Security Park. Und ich freue mich schon darauf. Wir werden ja auch noch natürlich das Battle Royale machen. Das habe ich nicht vergessen. Keine Sorge, Leute. Das wird auf jeden Fall noch kommen. Aber wahrscheinlich in einem Livestream. Also da könnt ihr live dabei sein. Und das könnte gut sein, dass das schon morgen stattfindet. Aber mehr verrate ich noch nicht. Kann auch sein, dass ich das Video wann anders veröffentliche und dann stimmt diese Info absolut nicht. Vielleicht hat es auch schon stattgefunden dann. Also nicht ernst nehmen, diese Info. Alles entspannt. Okay, hier passt das noch. Wir können auch noch überlegen, hier nachher Stromsachen hinzumachen. Hier ist noch genug Platz. Ich würde auch jetzt fast sagen, dass wir uns jetzt erstmal um die Stromverbindung kümmern. Hier werde ich dann später auch noch Bäume und so hinmachen. Aber wir schauen jetzt erstmal. Also hier hinten haben wir ja schon mit dem Stromnetz eigentlich alles verbunden, was verbunden werden muss. Ja, das sieht ganz gut aus. Bis hier vorne haben wir alles verbunden. Und ja, hier wird es dann halt auch ein bisschen komplizierter. Tatsächlich. Ich würde ganz gerne... Weiß nicht, ob ich das hier will, dieses oben drüber. Das macht eigentlich keinen Sinn. Vielleicht verdecke ich mir eher was. Was es besser macht. Ich glaube, ich mache hier einen Strommast hin. Verbinde das dann einfach hier vorne hin. Dann machen wir einfach so ein Dreieck dahin. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ganz cool aus. Dann haben wir das nämlich schon mal verbunden, das Ding. Dann wäre es eigentlich gut, wenn wir hier vorne vielleicht hingehen. Hier hin. Dann im rechten Winkel hier vorne hin. Und wieder dahin. Dann haben wir die schon mal verbunden. Das ist sehr gut. Hier, der hier ist leider auch noch nicht verbunden. Aber den können wir auch einfach schräg verbinden dann. Das ist schon in Ordnung. Und als nächstes haben wir hier vorne noch welche. Wie machen wir die denn am besten? Ich will eigentlich so gut wie es geht immer schön gerade arbeiten, aber das ist leider nicht immer machbar. Ich mache hier einfach so. Ja, das ist auch okay. Hier hinten haben wir auch noch einen. Den würde ich gerne dann hier rüber verbinden. Machen wir dann so. Weiß nicht, habe ich einen vergessen? Ich glaube soweit nicht. Das Einzige, was mir nicht ganz so gut gefällt, muss ich sagen. Haben wir hinten noch Strom? Hier hätten wir halt auch noch Strom einbauen können. Aber es kann auch mal einfach eine etwas größere Wegfläche sein. Ist auch in Ordnung. Das Einzige, was mir nicht so gut gefällt, ist hier diese Ecke. Da überlege ich gerade noch, ob ich da eine andere Lösung finde, weil das halt das Einzige ist, was so schief geworden ist. Wisst ihr, was ich meine? Alles andere ist so perfekt gerade eigentlich. Ja, einigermaßen perfekt gerade. Und hier ist das relativ schief geworden. Gefällt mir nicht ganz so gut. Aber hier passt das auch anders nicht. Oder ist das so gerade? Das ist so gerade, oder? Ich glaube, das ist tatsächlich sogar gerade. Müsste man nur
hier eine Lösung für finden, wie man da rüberkommt. Könnt ihr hier reingehen? Hier reingehen? Und dann ist die Frage, wie regelt man das? Das ist natürlich schwierig. Wir könnten auch hier vorne vor. Dann so ein Stück schräg. Das finde ich dann, glaube ich, gar nicht so schlecht. Okay, ich habe hier doch nochmal einen Strommast gefunden, den ich noch nicht verbunden hatte. Nämlich hier vorne von dem großen Umspannwerk. Da müssen wir also auch noch einen Strommast zwischensetzen. Aber das ist ja alles easy hier an der Stelle. Und ich muss auch sagen, dass mir das hier nicht ganz so gut gefällt teilweise mit den Stromverbindungen. Ich glaube, man muss auch nicht alles verbinden so. Weiß nicht, ob das unbedingt gemacht werden muss. Weil ich finde, es sieht teilweise schon ein bisschen zu viel aus. Euch sicherlich auch aufgefallen. Ja, ich glaube, das hier vorne gefällt mir alles nicht so. Ich habe mir echt Angst, was Falsches zu entfernen. Weil das halt immer irgendwie so ein kleiner Drahtseilakt ist. Weil hier zum Beispiel die Ecke finde ich schon ganz gut so. Die kann meinetwegen einfach so verbunden bleiben. Dann ist sozusagen das hier das kleine Mini-Kraftwerk oder so. Oder was unterirdisch dann mit Strom versorgt wird. Weil es muss ja nicht immer alles connected sein hier. Ja, alles nur eine optische Sache. Und ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich dieses Ding jetzt hier noch connecten soll. Ich kann auch einfach die beiden connecten dann noch. Das finde ich cool. Ich glaube, dann ist nicht so viel connected noch. Ich mache hier die Leitung wirklich noch drüber. Ich weiß nicht, was will mit der Leitung da drüber. Ach doch, Leute. Ich mache die Leitung da drüber. Ich glaube, das ist die eleganteste Lösung. So sieht es ein bisschen besser aus. Damit bin ich dann doch ein bisschen mehr zufrieden. Und dann machen wir noch mal ein bisschen Wald hier hin. Oh, ist das schön. Ich bin echt richtig zufrieden gerade, dass wir alle Dinos hier unterbekommen haben. Hätte ich nie gedacht, dass wir das hinbekommen. Weil in diesem Park ist einfach so wenig Platz. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Also High Security Park, richtig cooles Projekt. Habt ihr auch ausgesucht, ne? Also vielen, vielen Dank dafür. Und war auch cool, dass ihr so aktiv mitgemacht habt, dass es so gut bei euch angekommen ist, das Projekt. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch diesen Eingangsbereich einmal überarbeiten. Ich habe jetzt erstmal soweit alles abgerissen hier, weil wir machen den Eingangsbereich eigentlich nochmal komplett neu. Was mir hier vorher nicht gefallen hat. Also ich finde die Anordnung eigentlich schon ganz cool, dass hier auf jeden Fall diese Ranger-Station ist, mit der man dann später in den Park reinfährt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Hier sind dann ja auch diese beiden Wachtürme, die quasi den Eingang bewachen. Das werden wir auch so beibehalten, aber ich finde, das ist hier ein bisschen leer. Also hier kann, glaube ich, noch ein zweites Gebäude mit hin. Und hier oben fand ich es ein bisschen doof. Die Idee war ja auch sehr, sehr gut, dass hier dann der Ranger-Helikopter ist, der dann alles so ein bisschen überwacht, den Park von hier oben. Das war ja der Gedanke dahinter. Aber ich finde es ein bisschen doof, dass man den von hier vorne direkt erreicht, vom Eingang aus. Ich glaube, es macht mehr Sinn, dass man das hier aus dem Park aus erreichen könnte. Ich glaube, das wäre ein bisschen cooler. So, hier soll das Ganze dann hochgehen. Und dann machen wir hier natürlich wieder das ICU-Zentrum hin. Am besten so, dass das Ganze in diese Richtung schaut. Wobei es eigentlich am meisten Sinn macht, wenn der Heli-Landeplatz in diese Richtung ist, oder? Ich weiß gar nicht, warum ist denn später der Heli? Okay, der Heli schaut immer in Richtung Eingang, sozusagen da, wo der Pfeil hin zeigt. Dahin schaut auch der Heli dann im Endeffekt. Also der steht nicht so, wie das Haar ist von den Kufen her. Der guckt halt genau in die Pfeilrichtung. Das heißt, wir müssten eigentlich das Gebäude, damit es perfekt ist, so platzieren irgendwie. Ich mache es möglichst weit nach hier hinten. Und dann können wir hier dann mit den Wegen ganz gut arbeiten. Und am besten einfach hier schräg ran. Wobei es schon fast besser ist, wenn wir eben warten, bis das Gebäude fertig ist soweit. So, den Weg habe ich hier jetzt schon mal hochgeführt. So gefällt mir das eigentlich auch schon ganz gut. Können wir da gleich noch die Mauern fortsetzen. Aber ansonsten müssen wir hier hinter noch irgendwie. Nö, das ist eigentlich alles begehbar. Das heißt, wir müssen den Weg eigentlich nur bis hier vorne machen. Schön, dass bei dem Gebäude geht das wieder relativ gut mit dem nah dran bauen. Das ist sehr schön. Außer hier in der Schrägen, glaube ich. Ja. Schräg ist leider ein wenig problematisch. Und so. Würde ich fast sagen, dass wir hier noch irgendwie einen kleinen Knick oder sowas reinmachen. Dass das Ganze ein bisschen spannender aussieht. Nicht alles so viereckig ist und gerade ist.
Perfekt. Wähle die Wegfläche ab. Eigentlich müssten wir hier auch noch den Weg ein bisschen breiter machen. Fällt mir gerade mal auf. Und noch einfach so schräg darüber gehen. Aber warum nicht? Haben wir das mal so geregelt. Und dann schaut sozusagen der Helikopter auf den ganzen Park hier. Ich werde hier auch gleich noch eben die Dinger wieder ausstatten. Diese ganzen Erweiterungen und so. Das mache ich aber gleich. Kann ich für euch rausschneiden. Ist jetzt nicht so spannend. Und ansonsten würde ich jetzt hier fast sagen, dass wir so ein bisschen Wald hier noch hinmachen. Den Berg noch so ein bisschen realistischer aussehen lassen. Wobei der ruhig schon künstlich angelegt aussehen kann. Muss jetzt nicht so mega krass realistisch aussehen. Ich meine, hier wurde ja sowieso alles so ein bisschen angepasst. Ich mache hier mal die Landschaft so ein bisschen so. Und mit dem Klippentool einmal schön rüber. Macht schon viel her. Ich weiß aber nicht, ob wir hier unten nochmal so einen See machen sollten. Ich glaube, das lasse ich eher. Finde ich jetzt nicht so nice. Ich glaube, ich mache das eher so. Dass man sozusagen nicht viel sieht, wenn man hier ankommt. Ich darf hier aber auch nicht übertreiben, weil das ist der Wachturm hier komplett useless. So eine Baumreihe, da ist schon ganz nice, glaube ich. So. Die Sicht hier. Ja, die können ja oben rüber gucken eigentlich. Die ist eigentlich nicht eingeschränkt. Finde ich das schon ganz gut. Und dann machen wir auch Wald. Allgemein viel mit Wald hier arbeiten, das passt schon. So, dann ziehe ich hier jetzt nochmal den Zaun zu Ende einmal außen rum. Und das Gebäude. Passt das eigentlich schon. Wobei, jetzt kann ich es auch einmal komplett drumherum ziehen. Wenn wir schon dabei sind. Ich glaube, das ist mir noch zu viel mit dem Wald, aber das werde ich gleich dann später entscheiden. Aber ich finde es jetzt schon um einiges besser hier oben. Machen wir mal ganz schnell hier wieder die ganzen Sachen rein, die wir hatten. Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich bin. Mach hier irgendwelche rein. So wichtig sind die jetzt auch nicht. Also macht natürlich schon optisch was her, aber jetzt nicht ganz so lebenswichtig, dass das perfekt sein muss. Ich finde es sogar ziemlich perfekt hier. Oben ist das mit diesem Geländer, dass man da nochmal raufgehen kann. Kann man sich dann draufstellen, nochmal runtergucken. Finde ich eigentlich ganz cool. Hier unten sind die anderen. Also ich habe es eigentlich schon ziemlich gut getroffen. Und hier machen wir natürlich jetzt auch noch was hin. Ich werde hier aber, glaube ich, jetzt zwei Gebäude hinmachen statt eins. Wir hatten ja vorher nur die Ranger-Station hier. Sieht man sogar noch die Form hier so ein bisschen. Aber ich glaube, ich werde jetzt eine Ranger-Station hinmachen. Und zwar so ein bisschen weiter hinten. Und dann noch daneben ein anderes Gebäude, was auch nochmal nach High Security aussieht. Das ist natürlich möglichst gerade zu machen hieran. Weil ich das eigentlich an dem... Ich richte es an dem Zaun aus. Ihr wisst ja, die erste Straße ist leider nicht ganz im Raster drin. Und der Geradigkeit, sage ich mal. So platziere ich das mal und dann noch so eins vielleicht. Sieht immer nice aus, das Gebäude. Das einzige Problem bei dem Gebäude ist, glaube ich, nehme eher das andere. Bei dem hat man nämlich immer so großen Abstand zwischen, also zum Weg hin. Wisst ihr, was ich meine? Das ist immer ein bisschen nervig. Ist ja eh bei jedem Jurassic World Gebäude irgendwie unterschiedlich. Und dann würde ich sagen, noch das Gebäude hier hin. Und dann haben wir sozusagen unseren Eingangsbereich fertig. Dann mache ich nochmal eben hier die Wege fertig. So, die Wegfläche habe ich jetzt einfach hier komplett ausgefüllt. So sehen die beiden Gebäude fertig nebeneinander aus. Gefällt mir schon sehr, sehr gut. Hier vorne sind dann die Jeeps, wo man dann einsteigt und dann in den High Security Park sozusagen reinfährt. Hier vorne den Wald und sowas habe ich auch nochmal ein bisschen mit Stein dekoriert und die Baumreihe so ein bisschen angepasst. Sieht jetzt viel, viel natürlicher hier aus und gefällt mir viel, viel besser als vorher. Hier ist dann der Helikopter, der dann so einen guten Überblick über den Park. Schaut mal, wie viele Türme das sind. Das ist echt krass, ne? 1, 2, 3, 4, 5, kann man gar nicht zählen. Also, so soll es aber auch sein. Es soll ja alles überwacht sein. Aber Leute, damit ist der High Security Park soweit fertig. Wir haben den Park endlich abgeschlossen. Also, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir jetzt gebraucht haben. Aber ich glaube, das ist das Projekt, woran ich am längsten gesessen habe. Aber ich glaube, das war auch mit das aufwendigste Projekt, wenn man sich mal hier die ganzen Wege und Flächen und Zäune und sowas anguckt. Also, da wurde schon
Da musste ich schon wirklich relativ genau arbeiten die ganze Zeit und konnte nicht mal einfach irgendwie frei Schnauze arbeiten. Ich musste halt immer gucken, dass ich die Winkel also beibehalte und sowas. Aber es hat im Endeffekt richtig Spaß gemacht und ich hätte nicht gedacht, dass wir es wirklich hinbekommen, jeden Dinosaurier, den wir hier im High Security Park unterbringen wollten, auch untergebracht haben und auch jedes Gebäude. Ist das hier abgeschlossen? Nee. Also ich bin mehr als zufrieden damit und ich hoffe, euch gefällt der fertige High Security Park genau wie mir. Falls ja, würde ich mich selber ein Like auf jeden Fall freuen. Und ich werde natürlich für euch den High Security Park, das Safe Game, unten in die Videobeschreibung packen und ich schreibe auch so eine kleine Anleitung dazu, wie ihr das Ganze dann bei euch sozusagen in den Ordner packen könnt und dann laden könnt, weil ihr wollt ja sicherlich auch mal einen Blick in den High Security Park werfen. Vielleicht wollt ihr ihn auch so ein bisschen verändern nach euren Belieben, das dürft ihr natürlich auch gerne tun. Aber Leute, ich würde sagen, ich bin jetzt erstmal soweit fertig mit dem High Security Park. Ich kann mich nur 100 Mal bei euch bedanken, es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Projekt mindestens genauso viel Spaß gemacht. Falls ja, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.